Ah, guten Morgen. Völlig verkleinert. Ja. So sieht er morgens aus. Bis 3 Uhr morgens seit gestern geschnitten. Oh, das ein Vlog. War das ein Vlog? Der letzte? Boah. Da habe ich jetzt 2 draus gemacht. Nicht ärgern, aber der ist thematisch so groß und breit gefächert auch. Und der ist so lang, 1,5 Stunden, da habe ich dann 2 Teile draus gemacht, weil das geht einfach nicht. Normalerweise ist es, sagen wir, Vloglänge, sagt man so 20, 25 Minuten, aber das Ding ist Spielfilmlänge. Ja, will Kinder sehen, weiß ich, ist nicht unbedingt begehrt, weiß ich, aber es gibt eben doch ein paar Leute, die wollen. Und das seid ihr. Ihr seid die paar Leute, die das wollen. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Und was? Was? Sie verhungert. Oh mein Gott. Ich habe meine Frau in der Küche vergessen. Wie kann denn das sein? Naja, da muss man schnell zur Küche. Also, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch freut. So, aber vorher, bevor meine Frau in der Küche verhungert, rumlungert. Lade ich schnell mal den Vlog hoch. Das muss ich alles heute Morgen machen. Weil 3 Uhr morgens, da habe ich nur noch produziert dann. Es war exakt 3 Uhr. War ich erst fertig und bin dann erst schlafen gegangen. Oh, so ist das. So, das ist mein Leben. Kick auf Video hochladen. Und jetzt lade ich die erstmal ganz kurz rein. Und dann sehen wir uns gleich unten im Keller. Oder beziehungsweise in der Küche bei meiner verhungerten Frau. Geh das mal an. Was ist denn das? Ein toter Döner! Da hängt die Zunge raus! Vergiss mich nicht! Du musst ein Auge ranmachen, so. Und guckt sich aus wie ein Krokodil. So. Papa, ja? Das ist eine lange Wurst. Oh. Hier, das ist die lange Wurst. Ah, das ist die lange Wurst. Ja. Knacker geschnitten. Ich habe auch die lange Wurst gegessen. Ja, auch die Zunge. Ich ging auch. Auch so raus. Gegessen. Wow, und das ist unser Frühstückstisch? Naja, wir mussten es umräumen. Ich habe es umgeräumt. Und wer sitzt auf meinem Platz? Ich habe den extra Platz neben Skadi freigelassen. Na gut, dann will ich mal nicht so sein und mich neben Skadi setzen. Wir haben dir extra einen Toskana mitgebracht. Ja, habe ich schon. Das ist da, ne? Ich habe es mitgebracht. Ich habe den Auftrag. Ja, wir wollen auch Anouk genug würdigen. Anouk, mach den Haushalt. Ey, ich gehe seit Wochen jeden Tag zum Bäcker. Kein ja. Mensch dankt's, ja, sondern nur ich, schon wieder Brot. Und dann geht Anouk heute einmal. Dankeschön, Anouk. Ja. Alle müssen sich Wir müssen ihr huldigen. Ja. Voll fies. Hast du gut gemacht, Anouk. Dankeschön, Anouk. Dankeschön. Ich mag den ja. Ja, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich dachte, hier ist gedeckt. Ja, da ist ein Teller auf dem Tisch. Der liegt da auch noch im Boden. Oh. Ich habe ihn gefunden. Ja, danke schön, Anouk, danke schön, Anouk, danke schön, Anouk, danke. Ja, Anouk ist hier so weit wie die lokale, genau, Bienenkönigin. Aber die macht doch gar nichts, sie liegt nur rum. Die fettgefressene. Ich ja, Anouk, sagt. Schön, gut erkannt. Morgen müssen wir musst du mir mal helfen bei diesem Schreiben von diesem. Wir haben uns. Ach so. Ich hab alle vergessen. Ja, ich denke nicht, ich denke, ich hab keine Zeit dafür. Ich renne ja so schon zwischendurch hin und her und hoch und runter. Wegen allem Möglichen. Wenn du schon mal aufgestanden bist, kannst du mir gerne mein Buch geben, der steht da, liegt da auch da, genau da vorne. Jetzt bin ich mir ja nicht sicher, ist das jetzt mein Tee oder welcher ist mein Tee? Ich habe das Tee gemacht, den großen. Ja. Voll lange. Und ich spuck's das aus. Hier, ich steck die mal hier hin, ja? Hier. Mann, es kann nicht sein, dass jetzt gleich gar keiner mehr da ist am Frühstückstisch. Wie verabschieden sich gerade alle? Also, Lumen war noch gar nicht da. Ja, okay. Warum eigentlich? Und Lumen immer dann drinnen, also. Und kommt immer dann, wenn keiner mehr am Tisch sitzt. Ja. Und ich trinke. Ja gut, Lumi.
Im Hafen aber schon öfter. Meerwasser. Dann zusammen. Gut, ja, genau. Müssen wir auf alle Fälle morgen machen, die Bewerbung. Mami! Mein Frühstück, ein kundenfreundliches Mami. Olivenbrot. Mami! Du kriegst deine Maske. Ich trage keine Maske. Dafür sind die praktisch. Trag keine Maske. Heute trage ich deine Maske, ja. Deswegen, aber ich finde, dafür finde ich die äußerst gut. Für Mundstink? Ja, für. Für Gumpf? Für Maulfäule? Ist das so? Du bist einfach perfekt. Jeder. Also du bist unser neuer Streber. Ja. Sie strebt auf zum Streber. Sie strebt zum Streber. Ja. Strebertum. Hat sie sich vorgenommen. Na, dann hat sie auch was zu tun. Hab ich gestern auch gesagt. Als sie so sauer auf mich war. Ja, aber das so ist ja nicht. Und so geschrien hat, dann gesagt, also, aber am Streber sein müssen wir noch ganz schön arbeiten. Ja, ja, so musst du sehr strebsam sein. Naja, das kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich, ne? Manche Kinder werden schon so geboren, du musst dich noch zum Streber entwickeln. Das ist halt anders. Ich kann schon mit einem schreiben. Mit was denn? Streber. Ach, mit 1 kannst du schreiben, jetzt verstehe ich dich. Unsere Kinder können mit 1 laufen. Ja. Und? Die meisten konnten auch recht früh sprechen. Bis Oskar, die hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Du könntest Streber werden, unglaublich. Oh, Video habt ihr. Ja, oh, schön, toll. Und dann ab in den Keller. Los bei dir, Dunkelkammer. Ah ja. Achim, so früh? Ah, konnte nicht pennen. Konntest nicht pennen? Hä? Nee. Also nicht länger pennen, sagen wir mal so. Oh. Ah, ich bin nach Hause gekommen, hab mir noch bis um 1 den Film angeguckt. Okay. So eine olle Bud Spencer Kamelle. Ah ja. Und ja. Pennen gegangen und heute Morgen so um Punkt 7 Uhr so. Ping! Siehste? Scheiße! Ja, ja! So ist das! Mit Rhythmus! Ja. Mit Rhythmus und Blut geht das. Gut. Ja, würde ich mal auch so sagen. Kaffee? Ja, warum denn nicht? Ja, sieht der Achim. Der kann nicht schlafen. Ja, so geht's mir auch. Jetzt kommt er auch in den Rhythmus oder was? Der kann es aber nie brauchen. Der braucht Schlaf. Mir ist das irgendwie so antrainiert. Ralf hat gestern zu mir gesagt, ich bin wie eine Maschine. Die glaubt ja nicht, dass ich ein Mensch bin. Weil ich immer irgendwas mache. Irgendwas machen muss. Immer. Permanent. Ganz selten, dass ich mal wirklich richtig durchhänge. Dann bin ich auch schlapp. Dann bin ich schlapp. Naja, das bin ich natürlich nicht. Ich bin Mensch wieder an hoch. Aber manche brauchen halt ein bisschen weniger Schlaf. Und außerdem hat man ja viel vor im Leben. Ansonsten schafft man ja nichts. Ne? Wolle News kommen. Eventuell. Hey. Palim, palim. Eine Flasche Pommes bitte. Ich wusste. Wolfgang, die News bitte. Los. Ja. Lesen Sie jetzt. Ordnungsämter sollen ab sofort Hygieneregeln überwachen und dafür seltener Autofahrer ja, Corona-Kontrollen statt Parkknöllchen. Mallorca ist jetzt dichter. Ja? Ja, da fahre ich sowieso nicht hin. Ich auch nicht, deswegen. Das ist ja nicht nur Mallorca, das ist ja auch ein Risiko. Also dieses eine Mal interessiert mich tatsächlich der Sportteil. Weil wenn Bayern gegen Barcelona 8 zu 2 gewinnt, dann interessiert mich so viel. Ich habe gestern Abend Unna gesehen. Naja, im Sport Sky habe ich übergeguckt, jemand da ist und Sport 1.
Und da und da hat gedacht, naja, bei 4-1 hat er auch abgeschaltet. Gedacht, da kann ja nicht mehr passieren. Und Tatsache, heute Morgen haben wir schon gesagt, 8-2. Sind alle Spanier raus. Aber wenn sie so gut drauf sind wie gestern, dann können sie den Dribbel holen. Alle drei, also wie gesagt. Da rollt der erste Auftrag an. Der erste Auftrag. Ja. Ja, der Achim hat sich verlaufen hier, ja. Ja. Der kann nicht mehr ohne laden hier. Ja. Achim hat heute eigentlich frei. Ja. Achim hat ja heute eigentlich frei. Ja. Aber wahrscheinlich ja. Hat er Ladenentzug bekommen, die Augen gingen auf und dann musste er losfahren, hat er gesagt. Die Freude. Ja, klar, ist doch gut, ist doch schön, ist doch toll. Ist er weg von der Straße, macht keine Dummheit, weißt du? Langeweile zu Hause hätte ich große Kappe momentan. Wie soll ich sagen? Das ist Schluss, die Hitze macht mir auch zu schaffen. Ja, aber da muss man einfach machen, Wolf. Da muss man einfach loslegen. Kannst du nicht? Sag mal, du bist jetzt. Ja, ja. Eine halbe Stunde nützt du mal aus. Aber wenn du da abends aber zum nächsten Abend was vornehmst, da heißt die Wohnung halt so auf abends, ja. Ja, du musst nachts das Fenster aufmachen und tagsüber zulassen, dann passt das schon. Ja, du hast, genau. Du wohnst ja parterre, da geht das ja. Betrunkener Biker stürzt nach Verfolgungsjagd mit der Polizei. Achso, Biker. Achso, Biker. Ja. Ah, Motorradfahrer. Ich dachte Biker. Da machen wir mal jetzt einen platten Reifen. Und platt. Der erste Auftrag heute, platter Reifen. Wie immer, kann man, wie gesagt, könnte man Wettendorf abschließen. Ist halt so. Also die häufigste Reparatur ist halt tatsächlich ein platter Reifen. Wobei ich das nicht verstehen kann, bei der Generation, die mir jetzt das Rad gebracht hat, wie gesagt, das ist ja wieder das von diesem älteren türkischen Herrn. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, bei der Generation, die hierher gekommen ist zum Arbeiten damals hier als Bauleute und so, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das hier selber machen können, irgendwie einen Schlauchwechsel. Ich meine, gut für mich, ja. Na klar. Aber schlecht für die. Die müssen halt blechen. Oder ist ihm egal. Man ist ja hoch. Hat da was anderes zu tun. Ja. Aber ja, wir gehören definitiv nicht zur Generation Handy. Und so. Und wir können nicht. Und zwei linke Hände und so. Deswegen wundert es mich manchmal. Gut, da fege ich erstmal zusammen. Das ist ja voll mit Zeug und Kram und Müll. Wir haben den Namen Ausbau. Hier bei, wie heißen die, von SRAM oder was sind die? Das Schrammellichter. D1 Series. Da ist hier der Stecker ein bisschen anders geformt. Kannst du nicht den ganzen Stecker abheben, sondern musst hier so rausheben. Beim Schraubenzieher. Diesen Stecker im Stecker. Ja, also nicht wundern. Nur als kleiner Tipp zwischendurch. Der Rest ist ein ganz normaler Schlauchwechsel. Wieder nicht zeigen. Okay, ist jetzt schon total drückend und warm, ehrlich gesagt. Den alten Schlauch lege ich hier mit drin. Der Reifen ist so durch, da brauche ich eigentlich den neuen Reifen, das wird aber nicht bezahlen wollen. Und der alte Schlauch kostet nichts. Und den nehme ich jetzt als Anti-Plattband wieder. Ihr wisst, das habe ich damals oft gezeigt. Zeige jetzt seit langem mal wieder. Schneidet einfach das Ventil hier raus. Also kommen ja immer wieder neue Leute neu dazu, die es noch nicht wissen. Schneidet das Ventil so raus. Ja, so, dass es immer noch ein Ring bleibt. Und dann legt er das Ding einfach. Legt ihr das Ding einfach vorab in diesen Reifen, nachdem ihr ihn natürlich kontrolliert habt. Glatt rein, ohne dass er verdreht oder verknickt oder so. Ja, einfach glatt hier oben reinlegen. Ja,
Und dann habt ihr einen genialen Pannenschutz, weil zweimal Gummilage plus Reifen, das ist einfach top. Legt ihr den Schlauch natürlich unter diesen alten Schlauch, also zwischen alten Schlauch und Felge, sorgt dafür, dass er da vernünftig drin liegt. Verschließen. Tja. Ach, der Boxer ist da. Wolfer quatscht ja immer alle an hier an der Straße, der kennt auch alle. Ja, und dann wird halt wieder eingebaut, ne? Stecker, Ausfallsicherung, Unterlagsscheibe und Mutter, Achsmutter, auf der anderen Seite gleiche, Ausfallsicherung, Unterlagsscheibe. Achsmutter. Das Ganze wird jetzt festgeschraubt. Haben wir auch schon hier. Genau. Ja. Okay, haben wir. Pumpe und fertig. Oh, jetzt das politische Diskussion. Honecker, DDR, was? Wie? Da weiß er viel besser Bescheid. Wie unser Boxer. Er kommt ja aus Mosambik. Mosambik wissen wir ja. Partner, DDR. Arbeiteraustauschprogramm und so ein Quatsch. Da kommt er ja her. Er hat schon alles durchgemacht. Der weiß Bescheid. Jetzt erzählt Wolfgang was. Mal gucken. Aus Höflichkeit wird er wahrscheinlich abnicken. Sagen wir ja. J. Bis gleich. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Alles super. Okay, das freut mich. Und die Arbeit läuft jetzt. Die Arbeit läuft. Bei dir? Ja, bei mir, die Arbeit läuft nicht, aber gut, gut geht. Ich fühle mich sehr gut. Okay. Und die Sonne auch noch, gibt mir zusätzlich prozentuale Kraft. Vitamin D. Genau. Ja. Dann will ich dir auch schönen Tag. Dankeschön. Und alles Gute. Ja, das gleich auch. Jawohl. Und viel Glück. Ja, ja. Ja. Und hier, Meister, auch ein erfolgreicher Dienst. Viel, viel Glück.
Ja, danke, danke. Okay, bitte, bitte. Ich will da dann. Ja, tschüss. Wie die Herren da auch Zeitung liest, eine schöne Sonne. Ja. Ciao. Ist auch ein netter, der Kleine. Netter, der Kleine. Ja, ja, ich sag auch, ist netter. Der ja. Hängt dir gleich als Boxsack hin und macht dich bündelweich. Ja. Der war ja mal, heute da erzählt, der war ja mal im Fernsehen drin. Aber da haben sie mal. Der war schon öfter im TV. Ja. Da haben sie mal eine Abendschau. Moin, moin. Moin. In Kreuzberg irgendwo. Ja, Jugendarbeit und so was macht der auch. Ah, ja. Aber jetzt wahrscheinlich gerade nicht. Corona. Das ist es ja auch. Corona ist furchtbar. Das macht so viel tot. Die ganzen sozialen Kontakte, die man so braucht und die Jugendlichen auch brauchen. Ja. Dann komplett eingeschlafen. Ist komplett eingeschlafen alle. Das stimmt. Ja. Wir haben ja mal gesagt, dass wir Weltmeister Boxen. Boxen, ja. Boxweltmeister. Also ein paar. Weil sie meine Arme schon mal gebaut kann. In der DDR. Das haben sie ja als so Arbeiteraustauschprogramm so. Da haben sie Ingenieure nach Mosambik geschickt und haben Arbeiter billig. Hey, jo, natürlich, also umsonst. Ja, ja. Und dann haben sie die hier in den Fabriken geschickt, in der DDR. Und die mussten da richtig, von wegen die Lernwart und so. Nee. Die Ingenieure, Jörgern, wie sauer. Frankie kennt das auch noch von früher. Du hast ja auch mal in so eine Fabrik. Kommst du aus der DDR, wa? Komm mal her, lass mal quatschen. Wo hast denn du gearbeitet ganz früher? Lack und Farben. Lack und Farben! Hast du da auch so Arbeiter? Nee, wir haben russische Soldaten. So, gegen den Jan. Die mussten auch ran, genau. Nee, aber bei denen war es schon extrem gewesen. Ja. Ja. Wir waren ein Offizier gewesen und die haben geschippt und haben sich dann so hingestellt mit der Schippe, so, der ja. Eine. Oh, der Pavel Rezek bekommt. Ja, klar, sicherlich. Oh, also die wurden so getriezt, die hatten da keine Chance. Egal wer. Russische Soldaten oder mosambikanische Hilfsarbeiter? Scherz war gewesen, ich war im Fußballverein gewesen, dann waren wir Rand Berlin irgendwo, haben ein Spiel. Ausgetragen, haben wir natürlich verloren, aber danach. Haben wir natürlich verloren, weil da ist denn das? Ja, weil ich mit gespielt habe. Das heißt, Torwart war Icke. Nee, und danach hast du ja immer deine Kneipe da, weißt du, deine Clubkneipe. Da sind wir da drin gegangen. Ich hab so ein paar kleine Brühereien da noch, weißt du. Und von da aus wollten wir zur S-Bahn. Ja. Weißt du, wo wir gelandet sind? Keine Ahnung, je nachdem, so besoffen wie wir waren. Wie viel hier drin sind. Eine Mauer stand auf einmal und haben Deutschland wieder gesungen. Bis man dann gewesen ist, kamen fünf Jeeps an. Ja, wollte gerade sagen. Dies, boah, rausgesprungen müssen und dann alle hinten müssen. Und dann haben wir uns mitgenommen. Da saßen wir so 7 Stunden lang. Wisst ihr, was wir mal machen müssen? So, Wir müssen mal wieder einen Kiezsenf machen. Wir machen mal wieder eine Ausgabe Kiezsenf. Wisst ihr noch, wo wir hier gesessen haben? Keller und Mensch. Ja, ganz genau. Dann setzen wir uns mal alle an den Tisch. Frankie, du kommst auch. Wünsche ich mir. Ja, muss. Ein bisschen länger, ja. Nein, wieso länger? Frankie sieht doch gut aus so. Hier, kannst du so nehmen. Ja? Das ist okay. Und dann setzen wir mal, dann quatschen wir mal über die alten Zeiten. Kann jeder nochmal seine Geschichte erzählen, weil das ist eigentlich ganz geil. Und das war ja auch ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Das war gut. Mal gucken, ob Alex dann auch kommt oder wer auch immer. Es können ja auch mal ein paar neue Leute kommen. Dann kommst du auch. Kiezsenf. Ich kenne auch viele nicht mehr, war, dass man jetzt, wenn Südfrüchte gab, dass die wirklich lange stehen. Dass die Südfrüchte hießen, wie es da geht, haben wir ja. Das ist schon Südfrucht-Express. Sieht so, kann man echt so altbacken aus, richtig? Kann man hier draußen machen, wenn viel Wetter ist. Da muss man ja, aber in Corona müssen wir uns hinsetzen auf. Ja. 1,50 Abstand, 1,50 Abstand. Und Lena, wie gesagt, der runde Tisch war geil damals. Der runde Tisch war? Ja. War der von mir? Was denkst du denn? Nee, natürlich nicht, war der von dir. Ach so. Du hast ja keinen Platz in der Wohnung, war ein riesenrunder Tisch. Ach so, ja, stimmt. Also, ja. Von ihm war der so. Naja, Wolfgang hat Platz für so einen runden Tisch, so einen kleinen Bistrotisch. Ja, ja, ja. Der runde Tisch bei dir im Wohnzimmer, dann wäre im Wohnzimmer zu gewesen. Der war gut. Machen wir das mal. Er zeigt alle draußen, alles Mögliche. Jetzt gucken wir mal hier hinten. Wie schlimm das ist mit der Schräge. Das ist ja ein bisschen schräg geworden, die Wand. Ja,
noch. Naja, also ich sag mal so, außer dass die Schalung sich halt nicht richtig gelöst hat. Eigentlich war das ja nicht so schlecht. Naja gut, aber Schalung hat sich ja in Süd gelöst. Also ist ja jetzt nicht stehen geblieben an der Schalung. War halt noch ein bisschen frisch. Ja. Also okay, müssen wir abspachteln. Das ist abspachteln. Da nur noch abspachteln, mal drüber ziehen. Was bitte? Ja, hab ich schon gesehen da drin. Du siehst echt hübsch aus. Viel Spaß bei der Einschulung wünsche ich euch. So happy hier, dass das hier alles in die Diät und der Platz hier kommt. Okay. Ja, bitte? Ah, hi. Hi. Sorry, with bikes, I'm not great in German, but here... The brake is broken. Totally. Can I just have it off? Since I have the back one? No. Yeah, I can put it... disassembly, but you need a front one too. Oh, yeah? Yeah. Okay. It's by the law, you know. Oh, no, I didn't know. You didn't know? You need two different brakes. Okay. Yeah? Okay. Okay, then should I put the used one on? Another one? Yeah, sure, right here? Sure. Yeah. Yeah. Okay. Okay, yes, please. No problem. Yes. Gets me everywhere right now, so. Yeah, but now it's dangerous. Yeah, I only noticed one break, 5 minutes ago. Halt doch an, habt ihr das ja mitgekriegt, ja? Kannst du nur mal die eine Bremse abbauen, bitte? Nein, kann ich nicht. Darf ich nicht. It's by the law. You cannot disassembling everything. Oh, nee. Ah, bloß ich versuche mal, die zu reparieren hier. Weil jetzt ist ja wahrscheinlich echt nur... Es schraubt sich gar nicht so aus, als wäre die so doll verbogen. Die muss man gar nicht tauschen. Nö. Mal eine Reparatur draus, wird ganz günstig denn. Hauptsache, die hält denn. Nicht, dass es gleich wieder so ist. Okay, fangen wir mal an. Reparatur... Ich sag mal immer, manchmal am Anfang erstmal viel an und wenn sie kommen, ist es denn wenig, dann freuen sie sich. Ist ja auch was. Ja, Spannung ist auf alle Fälle da. Okay, hier bei der Bremse, zerlegt sich öfter mal so eine Bremse. Muss man immer aufpassen. Wahrscheinlich ist der Bolzen hier verbogen. Von mir wird mal hier so umschlagen. Ja, auch hier sieht man nicht, aber da ist dieser Anschlagpunkt, da schlägt das Teil immer an. Werdet ihr gleich sehen, wenn repariert. Oh, ich schwitze so. Wahnsinn. Nice socks. Thanks, I don't understand German. Nietzsche Socken. Nein. Ich brauche zwei Gleitscheiben. Eine Unterlagscheibe. Und zwei Unterlagscheiben. Ja, das baue ich erstmal ab, die eine Seite. Hinten darf die Mutter nicht rausfallen. Dann schrauben wir die Seite fest. Zumindest schrauben wir die so, dass sie sich bewegt. Zack, 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 zack. Ja. Dauerschmierstoff rein. Fantastisch, oder? Ist das nicht toll, wenn man die Technik versteht? So muss das aussehen, ja? So. Und darf nicht so viel Spiel haben hier oben. Also man muss nicht alle gleich wegschmeißen. Ich habe jetzt gedacht, erstmal total kaputt, wenn ich hier alle neu mache, 35 Euro. Das ist ja auch jetzt nicht hier ein Traumzustand oder so, ne? Darf man wohl nicht vergessen. Aber muss ich gar nicht alles neu machen. Zack. Zack. Also. Die zwei Scheiben kommen dahinter.
Die zwei Scheiben kommen davor. Davor, dahinter. Auf die Scheiben, vor die Scheiben kommt ein bisschen Fett. Und jetzt beginnt das ganze Gedöns. Zack. Das erstmal andrehen immer. Okay, aber zeig immer angedreht. Jetzt geht die nicht mehr verloren. Jetzt kann ich so. Diese Nase hier unten drunter setzen, unter den vorderen Bügel und schraub einmal fest und ein Stück wieder locker. Und dann haben wir so Gottwiedel. Ja. Dauerschmierstoff. Fantastico! Jetzt hänge ich oben den Zug wieder ein. Der ist aber noch schick. Ja, ja, der ist okay. Der ist okay. Ja. Der läuft auch gut. Und läuft. Fantastisch. Haben wir die alte Bremse reanimiert, da unten, hier, läuft. Bremsbelag setze ich noch ein bisschen runter und das war's. Bin schon komplett nass hier irgendwie. Oh, drückt wie Sau. Machen wir mal Fenster auf. Zeig den jetzt mal wieder zur Abgebogen hier. Um die Decke. Wo hat denn jetzt noch so ein Haken? So, wo's nächst? Wo's nächst? Was als nächstes? Mich hat das echt gewundert, er stand eine ganze Zeit lang hier in der Ecke und dann hast du ihn da hingehängt und plötzlich war er weg. Ja, ja. Komm, komm, komm.
Irgendwie verschwindet alles. Der Mülleimer, der Besen, also auch so komische Sachen. Mülleimer, Besen? Ja. Weil ich meine, Mülleimer kann man ja nicht. Gleich mal eine Handfeger aus der Büsche, damit ich den Schwimmer. Ja, steck, nimm gleich den Eimer mit. Ja. Kann gleich alles. Ja, alles entnagelt. Beziehungsweise entschraubt. Oh, das ist super. Und ich mache jetzt den Rahmen fit. Sachen, wie man sich beschäftigt. Man muss ja auch gemacht werden. Ui, was ist denn da los? Stress im Paradies? Also ich gehe einmal über diesen Jugendstilrahmen drüber hier mit Beize. Einmal, zweimal, dreimal, je nachdem. Ich bin hier hinten. Na los, Stress im Paradies? Paradies ist die Hölle. Und toller Draht, ausprobieren? Ja, sieht so aus. Okay.